Strafgesetzbuches verurteilt worden, anwenden. Da wird es juristisch höchst kompliziert. Und da komme ich Ihnen mit dem Beispiel und sage bei einem Ostblockstaat, bei keinem anderen Ostblockstaat, wenn wir nicht alles aufarbeiten können, das ist doch vollkommen klar. Aber es geht darum, dass die Gesellschaft. Nein, ich behaupte, diese Form der juristischen Aufarbeitung verhindert die eigentliche Geschichtsaufarbeitung. Bitte lassen Sie mich doch mal ausreden. Es geht darum, bitte, es geht darum, dass das gesellschaftliche Bewusstsein in diese Richtung geht, dass auch aufgearbeitet wird. Und da bringe ich mal ein paar Beispiele. Da ist eine Arbeitsamtsdirektorin, SED, große Parteikarriere gemacht, hat unter sich 21 SED-Kader wieder ins Arbeitsamt gebracht. Diese Frau wird auch noch durch die Bundesdeutsche Bundesanstalt für Arbeit noch hoch befördert und ist jetzt zuständig für den Aufbau der Arbeitsämter in den baltischen Staaten. Oder ein Ehepaar kommt zu mir, sagt, ich kann Beweise vorlegen. Da hat eine Direktorin an der Schule meiner Tochter geschadet. Der jetzt hier PDS-Stadtrat verhindert die Prüfung der Geschichte. Oder ein Häftling von Hohenschönhausen will eine ABM-Stelle haben, will dort eine Gedenkstätte einrichten. Der kriegt keine ABM-Stelle an der Stelle. So sieht die Aufbearbeitung aus. Also dass nicht bundesweit PDS-Stadträte wirken, ne? Sondern meistens die Stadträte anderer ja, Parteien. Ja, wunderbar. Ich kann ja nur die Beispiele bringen. Ich kann ja die Beispiele bringen. Aber ich übernehme auch dafür die Verantwortung. Kommt jetzt nicht mehr drauf an. Nein, müssen Sie auch. Wir nähern uns dem Ende. Ich wollte Giordano noch mal fragen, ob er uns einen Rat geben kann, ob wir ihm folgen können. Akten schließen, ja. Amnestie machen, verjähren lassen und sozusagen den allgemeinen Landfrieden in Deutschland wiederherzustellen. Ja. Also wir haben in Westdeutschland, in der Bundesrepublik, eine lange Erfahrung mit politischer Verdrängung gehabt. Und es ist erfolgreich verdrängt worden, die Täter sind davon gekommen. Und wenigen Ausnahmen abgesehen, konnten sie ihre Karrieren nicht nur, sie konnten ihre Karrieren, sind nicht nur nicht bestraft worden, sondern sie konnten ihre Karrieren auch unbeschadet fortsetzen. Wobei ich der Meinung bin, dass auch die DDR die nationalsozialistische Vergangenheit weder bewältigt noch aufgearbeitet hat. Das war bei dem verordneten Antifaschismus gar nicht möglich. Abenteuerliche Lügen, die DDR ist zum Mitsieger des Zweiten Weltkrieges erklärt worden, als ein Teil der Anti-Hitler-Koalition, alles abenteuerliche Lügen, die natürlich gar nicht der Wirklichkeit entsprachen. Aber ich möchte hier eines sagen in diesem Kreis zum Schluss. Verdrängung funktioniert nicht. Das haben die Nazis ja nach 1945 versucht, mit dem Ergebnis, dass 1994 immer noch über das tausendjährige Reich gesprochen wird und noch weiter darüber gesprochen werden wird. Ganz einfach, ich wiederhole es, die Verdrängung funktioniert nicht. Also, wenn das so weitergeht wie jetzt, dann prophezeie ich der Bevölkerung der ehemaligen DDR oder dem gesamten Deutschland, dass in der Mitte des nächsten Jahrhunderts noch genauso über die unbewältigte stalinistische Vergangenheit gesprochen wird wie heute. Denn, ich wiederhole es zum dritten Mal, auch für die Zuschauer, auch für die vor dem Bildschirm, Verdrängung nützt nichts. Sie wird nicht, es wird nicht aufgearbeitet, sondern Vergangenheit wird stets als Gegenwart weiter vor sich hingeschoben, vor sich hergeschoben und man schiebt die Verantwortung für diese Vergangenheit den schuldlosen Söhnen, Töchtern, Enkel und Enkelinnen zu, um sich damit auseinanderzusetzen. Aus all dem können wir nur einen einzigen Schluss ziehen. Die Hitler, die Stalin, die Papadoc, die Castros, die Mielkes und die Honeckers, lasst sie gar nicht erst zur Macht kommen. Richtig. Ich gebe Ihnen völlig recht, das ist genau das, was ich mit der Aufdeckung der Ursachen, warum es so weit kommen konnte, Macht, Machtmissbrauch, Machtarroganz. Und ich bin absolut dafür, dass wir, die in der DDR Verantwortung hatten, vor der eigenen Tür vor allem kehren. Aber ich bin durchaus nicht der Meinung, dass Herr Gerster oder andere nun das Recht haben, also überhaupt nicht von Arroganz der Macht zu sprechen. Wenn ich hier Stefan Heim sehe und die Fernsehbilder, die wir gesehen haben, das war eine andere Form, aber auch ein Ausdruck der Arroganz der Macht. Ich glaube nur, dass der Rechtsstaat sieht ja das individuelle Recht vor.
Und ich glaube, bei jedem Einzelnen, jeder Einzelne hat das Recht, auch in einem Staat, den Sie als Unrechtsstaat bezeichnen, das akzeptiere ich nicht, dass er... Akzeptieren Sie nicht oder... Akzeptiere ich nicht. Nicht. Hat das Recht, seine Biografie gewürdigt zu bekommen. Der Bundespräsident hat das ja gesagt, jeder mag seine Biografie erzählen und hat Recht auf eine differenzierte Behandlung, gut, entsprechend seiner eigenen Rolle, die er gespielt hat. Gut, Wolf, das gilt auch für die IM. Dann geben Sie mir doch aber recht, dass nach die Lehre dieser Diktatur doch sein muss, dass das Widerstehen und der Widerstand, dass das belohnt werden muss und nicht die Unterwerfung. Das ist doch das Traurige an der Geschichte. Also, dass jetzt wieder die Unterwerfung dass diejenigen, die Widerstand geleistet werden, als neurotisch bezeichnet werden. Das kann es nicht sein, Herr Heim. Also, Herr Wolf, wer Sie hört, muss den Eindruck haben, dass 16, 17 Millionen Bürgerinnen und Bürger der ehemaligen DDR alle verfolgt werden. Das Problem ist ein ganz anderes, dass die Hauptratzieher bisher nicht zur Verantwortung gezogen sind und sich erdreisten, in der Öffentlichkeit sich hinzustellen, so zu tun, als hätten sie mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das ist das Problem. Es sind Zehntausende Verfahren, die anhängig sind. Es sind die Zahlen, IM-Zahlen sind verschiedene genannt. Ich habe sie nie gekannt, aber es war eine große Zahl. Jetzt ist man, gegen meine IMs. Fängt man das an, die Sache differenziert zu betrachten. Das halte ich für den richtigen Weg. Aber wir müssen die Ursachen bis weit in die Geschichte hinein betrachten und nicht nur in eine Richtung. Und das hat die PDS mit ihrem Gründungsparteitag begonnen. Das ist einfach nicht wahr. Sie haben die Unterlagen, Sie haben das Referat über die Ursachen nicht gelesen, aber sonst würden Sie das handeln, nicht behaupten. Herr Wolf, es reicht doch nicht, wenn man dazu nur redet. Man muss doch handeln. Die PDS hat zum Beispiel die Aufgabe, an der DDR eine sozialistische Kritik zu üben, die ja sonst niemand üben würde und was ich für ganz wichtig halte, nämlich an ihr all das zu kritisieren, was genau nicht sozialistisch war. Und deshalb können Sie unser Parteiprogramm lesen. Also nochmal dieses Experiment. Ja, nun lassen Sie es uns, es geht ja gar nicht um ein Experiment, sondern es geht ja darum, dass Herausforderungen vor dieser Gesellschaft stehen, die wir mit den bisherigen Strukturen nicht bewältigen werden, mit denen, die untergegangen sind in der DDR, erst recht nicht. Das ist wahr. Aber genau das zwingt uns, neue Gedanken zu entwickeln. Und der Gedanke an den Sozialismus muss kein Gedanke gegen das Individuum sein. Das ist so eine, ja, das, so denkt vielleicht Honecker und so denken Sie. Aber das muss keineswegs so sein. Nein, aber ich wollte eigentlich Oktoberrevolution nicht. Zu den Akten noch eine Bemerkung machen. Wissen Sie, ich hatte mir natürlich erhofft, dass durch die Öffnung der Akten ein ungeheurer Transparenzdruck in der Gesellschaft entsteht. Und irgendwas müssen wir falsch machen. Nehme mich dabei gar nicht aus, wenn das Gegenteil entsteht. Ich befürchte, wenn man heute die Bevölkerung fragen würde, ob sie das wieder haben will, würden sie eher Nein sagen. Das heißt, Nein. Es ist uns im Umgang irgendetwas misslungen. Und Stefan Heim hat nämlich auch inhaltlich gar nicht gesagt, dass er Schließung will, sondern er hat das zumindest später präzisiert und gesagt, er will einen anderen Umgang damit, damit wirklich Aufarbeitung oder Sie können auch eine andere Formulierung wollen. Bloß Sie haben gesagt, Sie wollen die Leute eingesperrt sehen. Und da muss ich Ihnen sagen, müssen wir uns auf Ich will keiner Leute eingesperrt sehen. Wir wollen nur die politischen und moralischen Maßstäbe, wir wollen sie zurechtrücken, weil wir sonst nicht demokratiefähig sind. Und es müssen wirklich die Verantwortlichen belangt werden. Und das ist... Das ist die einzige Form, um in einer Demokratie lebensfähig arbeiten zu können. Also ich glaube, der Giordano hat das richtig gesagt. Das denke wir müssen so arbeiten, dass nie wieder ein Hitler und nie wieder ein Stalin in die Macht kommen kann. Dann darf man Bürger auch nicht diffamieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben gemerkt, mit der Aufarbeitung hat es sowas auf sich. Das ist nicht so einfach. Sie haben gemerkt und haben gehört, Differenzierung der Verhältnisse, Differenzierung der Urteile. Das muss heißen, eigentlich, dass wir die Akten noch nicht schließen dürfen, aber dass wir etwas differenzierter und schonender miteinander umgehen sollten. Nicht die schonen, die dran sein müssten, sondern versuchen, schonend die Biografien aufzuarbeiten, wie es der Bundespräsident gesagt hat. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Wir werden uns wahrscheinlich noch, auch 5 Jahre nach dem Fall der Mauer, noch weitere Zeit in den Haaren liegen. Ost mit West. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nächsten Sonntag wieder hier, 10 Uhr. Wenn Sie jetzt dranbleiben und haben vorhin schon Scarlett gesehen, dann kriegen Sie einen...
kriegen Sie einen Blick hinter die Kulissen, wie dieses Monsterwerk gedreht worden ist in der 24-Stunden-Reportage. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Sonntag. Ich habe in diesen letzten Tagen erlebt, wie man in diesem Staat eine Hetze organisiert, aufgrund einer Lüge. Natürlich war es in der DDR nicht leicht, und dann insbesondere in politischen Strafverfahren aufzutreten. Und das war auch immer eine gewisse Gratwanderung. Der größte Lump im deutschen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Wenn ein Gewaltregime abgelöst wird durch eine Demokratie, kommen die Täter davon. Ich habe kein Menschenrecht verletzt. Gemeindemokratie und Gerechtigkeitsverständnis. Ist undenkbar, dass Honecker in Chile ausreisen durfte und Mielke, dieser Prozess ist eine Farce. Und Herr Schalk schaut uns heute Abend zu, wohlmöglich vom Tegernsee. Verzeihen Sie, Sie sehen so sympathisch aus, aber eigentlich gehören Sie hinter Gittern und nicht vor die Fernsehkamera. Machen Sie sich bereit für etwas, das nie zuvor ein europäischer Geschäftsreisender wagte. Einen Raumflug. Mit viel mehr Raum in den Lounges und dort, wo er besonders wichtig ist, in den neuen Club Europe sitzen. Die sind jetzt großzügiger denn je. Die neue Club Europe Class von British Airways. Das Raumflugprogramm für Geschäftsreisende. Ist Spiegeltag. Thema: Chipkarten revolutionieren die Gesellschaft. Der Chipburger. Alles auf eine Karte. Faszinierende und furchterregende Vision. Führt die Karte zu Massenkontrolle und Verhaltenslenkung? Spiegelleser wissen mehr. Morgen, Küsschen. Jeden Morgen ist es da. Dieses pelzige, abgestandene Gefühl im Mund. Dagegen hilft Odol Mundwasser. Es macht aus Muffelatem frische Atem. Denn Odol Mundwasser wird bis tief in den Rachen und gibt Morgenfrische für den Tag. Odol Mundwasser. Sympathische Frische, soweit der Atem reicht. Odol Mundwasser. Auch als Mundspray. Club Europe Class von British Airways und die American Express Card. Damit heben Sie ab. Die Vereinte lässt sie nicht allein. Vereinte Versicherungen. Altdeutscher Kuchen aus der Tiefkühltruhe. Genieß ein Stück Erinnerung. Stück Erinnerung. Altdeutscher Kuchen. Denn Qualität ist das beste Rezept. Jetzt neu und in 6 Minuten ofenfrisch. Leckerer Butter- und Streuselkuchen. Fähre verpasst? Hochzeit verpasst? Nicht mit einem Sharp Ucam. Filmen aus jeder Lage. Und alles gleich ansehen. Ucam. Das Original von Sharp. Muskeln machen selbstbewusst. Muskeln machen attraktiv. Muskeln machen mehr aus mir. Einspruch, nur leider an den falschen Stellen. Einspruch, denn das will ich wissen. Dienstagabend 22.15 Uhr in Sat.1. Schicken Sie uns Ihren Einspruch per Fax 030 616 81234. Kein
Kein Liebespaar der Filmgeschichte hat so viele Menschen zu Tränen gerührt wie Scarlett O'Hara und Rhett Butler in Vom Winde verweht. Kein Buch hat sich so schnell verkauft wie die Fortsetzung. Schauplatz der Romanze ist unter anderem dieses irische Landhaus. Scarlett wurde gemeinsam mit internationalen Fernsehgesellschaften exklusiv für Deutschland von Sat.1 produziert. Und natürlich ging es schon bei den Dreharbeiten hier in Irland um die alles entscheidende Frage: Kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht? Ein Fall für 24 Stunden. Wird vom Winde verweht. Der Himmel über Irland strahlt und spielt mit bei der aufwendigsten Fernsehproduktion aller Zeiten. Mittwoch, 8. Juni 94, ein paar Meilen südlich von Dublin. Hier haben die Filmleute einen ihrer 53 Schauplätze für Scarlett gefunden. Und wir, die Reporter von 24 Stunden, einen der 2000 Komparsen, die sich mit der Love Story etwas dazu verdienen. Auf dem Weg zu Scarlett, Landwirt Alan Keegan. Heute Mittag ist er in eine kratzige Polizeiuniform geschlüpft. Das bringt mehr ein als die Arbeit auf dem Feld. Yes, it did change things for quite a few people. Oh ja, findet Keegan, so einiges habe sich verändert, seit die Filmleute hier sind. Besonders in Bray, 4-5 Meilen entfernt, dort, wo sie ihre Studios eingerichtet haben. In Bray sei die Arbeitslosigkeit immer schon sehr hoch gewesen und jetzt gibt's endlich wieder Jobs. Ich will wissen, wie er mit dem Filmteam zurechtkommt. Die, mit denen er täglich zusammenarbeitet, die seien allesamt okay. Nur ein paar von denen da oben, von den Amerikanern, die seien schon recht eigentümlich. Warum? Nun ja, die hätten eben...